Habt ihr schon mal Schnee beim Schmelzen zugesehen? Oder Gras beim Wachsen? Oder Schnecken beim Rennen? Die meisten modernen Kameras haben eine Zeitrafferfunktion. Damit kann man Sachen, die stundenlang dauern, auf ein ganz paar Sekunden eindampfen. Aber wie kriegt man dabei noch eine schöne Kamerafahrt hin? Mit einem motorisierten Kameradolly! Aber wo kriegt man den her? Selber machen natürlich. Das geht schnell, ist total einfach. Und kostet lächerlich wenig. Ich zeig euch, wie ich's gemacht habe. Wir brauchen erstmal irgendeine Basisplatte. Ich hatte noch dieses Ende eines Regalbretts rumliegen. Die meisten anderen Sachen habe ich direkt in China bei AliExpress bestellt. Das dauert zwar ewig, bis die Sachen kommen, aber dafür ist alles unglaublich billig. Wir brauchen einen Motorregler, einen sehr langsam laufenden Motor sowie drei Möbelrollen. Die hier sind aus dem Baumarkt und zusammengenommen das teuerste an diesem Projekt. Außerdem noch einen Batteriehalter für 8 AA-Batterien, 8 x 1,5 Volt ergibt 12 Volt. In der Beschreibung findet ihr Links zu den Teilen. Bei einer der Möbelrollen wird die Achse aufgebohrt. Ich stecke das Rad mal probehalber auf den Motor. Der wird an den Controller angeschlossen. Ich musste erstmal rausfinden, was wohin gehört, weil alles auf Chinesisch beschriftet ist. Aber in diesem Fall kommt links der Motor und rechts die Eingangsspannung dran. Läuft. Ist aber ganz schön schnell. Auf der Unterseite der Basisplatte schraube ich in der Mitte der einen Schmalseite eine Lochplatte an. Und zwar mit nur einer Schraube, damit sie drehbar bleibt. Jetzt wird mit reichlich Heißkleber der Motor auf die Lochplatte geklebt. Auf der anderen Schmalseite kommen in die Ecken die anderen Möbelrollen, sodass sich ein Dreirad ergibt. Indem man die Platte mit dem Motor dreht, lässt sich das Gefährt lenken. Jetzt befestige ich die einzelnen Teile auf der Grundplatte. Weil mir der Dolly viel zu schnell lief, habe ich den Motor nochmal durch einen langsameren ausgetauscht. Jetzt habe ich nochmal zwei Schalter aus der Grabbelkiste gefischt. Der eine ist, um die Richtung umzuschalten. Dazu muss es ein 2-mal-Um-Schalter sein. Die Kabel von der Batterie werden in einer Art X angelötet. Dazu habe ich sie nicht nur am Ende abisoliert, sondern auch 2 cm vor dem Ende. So muss ich nicht noch Kabel dran setzen. So soll das am Ende aussehen. Ein zweiter Schalter ist zum An- und Ausschalten. In dieser Konstellation habe ich den Dolly benutzt, um mein Intro zu filmen. Ich habe Schaumgummi unter das Stativ gelegt, um die Vibrationen zu dämpfen. Sicherlich wäre es sinnvoll gewesen, den Dolly auf eine sehr glatte Oberfläche zu setzen, zum Beispiel eine Glasplatte. Für wirklich lange Zeitrafferaufnahmen ist das aber immer noch viel zu schnell. Da müsste sich der Dolly jede Minute nur ein paar Millimeter bewegen. Und das kriegen wir hin. Hier kommt jetzt der Arduino ins Spiel. Das ist ein leicht zu programmierender Controller-Baustein. Außerdem brauchen wir ein Relais-Modul. Das hier hat 8 Relais, das ist natürlich viel zu viel, aber ich hatte es noch rumliegen. Auch diese Sachen sind in China unglaublich billig, siehe Beschreibung. Ich verbinde jetzt einfach die Pins 6 und 7 des Arduino mit den Eingängen 1 und 2 des Relais-Moduls, Masse an Masse und den 5-Volt-Ausgang des Arduino mit VCC des Relais-Moduls. Das erste Relais setze ich zwischen den An-Ausschalter und den Motorcontroller. Hier klaue ich auch gleich den Strom für den Arduino, der am Eingang bis zu 12 Volt verträgt. Weil ich keinen passenden Stecker habe, wird es einfach angelötet. Damit das funktioniert, sind nur wenige Zeilen Code erforderlich, der einfach per USB in den Arduino geladen wird. Die Zeiten habe ich direkt im Code festgelegt.
Allerdings muss man da etwas rumprobieren, weil der Arduino im Timing nicht so präzise ist. Ihr könnt den Code auf fluxing.de runterladen. Eigentlich wollte ich auch den Auslöser der Kamera mitsteuern, aber leider war ich zu blöd, den Stecker auseinanderzuschrauben. Also muss es auch ohne gehen. Es ist Winter und mir ist nichts Spannenderes als ein Blumentopf voll Schnee eingefallen, den ich mir zum Schmelzen in die Küche gestellt habe. Die Kamera habe ich auf ein biegsames Stativ gesetzt. Sie macht jede Minute ein Foto und der Dolly rollt dazwischen immer ein kleines Stück weiter. Die Fotos werden dann zu einem Film mit 30 Bildern pro Sekunde zusammengesetzt, also entsteht jede halbe Stunde eine Sekunde Film. Insgesamt habe ich den Blumentopf 7 Stunden beobachtet. Vorsichtshalber habe ich sowohl die Kamera als auch den Dolly an Netzteilen angeschlossen. Und hier ist nochmal der fertige Film. Also, wenn ihr bereit seid, mehrere Wochen auf die Lieferung zu warten, dann könnt ihr alles, was ihr für dieses Projekt braucht, für ca. 15 Euro in China bestellen. Und das schon inklusive Porto. Also, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer her damit. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.